Das hier ist der Geiger-Müller-Zähler. Der Geiger-Müller-Zähler besteht aus einem zylinderförmigen Metallmantel, auch Kathode genannt. Der Mantel ist negativ geladen. Auf der einen Seite befindet sich das Klimafenster, auf der anderen hingegen eine Schicht, die luftdicht verschlossen ist. Ebenfalls ist der Mantel mit Edelgas unter geringem Druck gefüllt. Der Draht, auch Anode genannt, befindet sich im C-Rohr und ist positiv geladen. Hier treffen Minuspol, verbunden mit dem Mantel, und der positive Pol, mit dem Draht verbunden, aufeinander. Dies ruft eine Hochspannung hervor. Das hier ist der Widerstand. Als letztes kommen wir zum Zähler, der die Spannungsabfälle zählt. Wenn radioaktive Strahlung jetzt in das C-Rohr eintritt, werden Gasatome ionisiert. Dabei entstehen Elektronen. Nennen wir eins davon Ralf. Ralf und seine Freunde werden zum positiven Draht hingezogen. Die positiv entstandenen Ionen werden zur Mantelwand hingezogen, da dieser negativ geladen ist. Ralf wird so schnell beschleunigt, dass weitere Teilchen beim Zusammentreffen mit ihm ionisiert werden. Dies passiert auch mit den anderen Elektronen und vielen weiteren. Dies nennt sich Stoßionisation. Bei diesem Vorgang wächst die Zahl von Elektronen und Ralfs lawinenartig. Diese Lawine bringt den Draht schlagartig dazu, negativ geladen zu sein. Der Ladungsstrom wird dann vom Zähler gemessen und gezählt.